Novembertag, Sonntag aller Heiligen, ein stiller Feiertag, ein sogenannter. Das Kellerduell, Gott sei Dank gewonnen. Am Ende 4:1 für den EC Breiting nach 5 Niederlagen in Folge. Heute wieder mal ein Dreierpack. Der Herr links neben mir. Das ist wie immer unser Gästetrainer. Den kennen wir ja schon jetzt eine ganze Weile schon bei BHC Klostersee. Herzlich willkommen, Andrzej Witkiewicz. Und natürlich unsere Vertreter der Medien, Roland Heidel und Werner Heuer und der Mann rechts von mir, links aus Ihrer Sicht. Das ist unser Heimtrainer, John Szczynski. Guten Abend. Andrzej, machen wir es ganz kurz. Deine Worte zwischen. Schönen guten Abend, Götz Heer, natürlich an Fighting-Mannschaft, John, für die drei Punkte. Ich weiß ja nicht, ob es von außen das gut zu sehen ist oder nicht, aber wir haben wirklich jetzt auch extreme Probleme mit Kader. Sehr, sehr dünn. Kader, wir sind ja angereist mit 4 Verteidiger und mit 3 Sturmreihen, wo keine Ausländer dabei sind. Und deswegen trotzdem zu dem ganzen Spiel, auch wenn wir verloren haben. Und möchte ich sagen, dass ich bin stolz auf die Mannschaft, weil sie wirklich versucht haben, ihr Bestes abzurufen und von Anfang bis zum Schluss, auch wenn es gravierender Fehler war in Überzahl von unserer Seite, wo wir die 2 Tore kassiert haben, wo es vielleicht einmal auch der Knackpunkt im Spiel war. Trotzdem möchte ich sagen, dass ich stolz bin, weil sie einfach 100% gekämpft haben, 60 Minuten lang, das ist halt nicht besser gegangen. Jetzt kommt die Pause, die Deutschland-Pause für uns ziemlich gut und wir hoffen, dass wir dann wieder in den nächsten Spielen dann komplett antreten können und vielleicht auch dann erfolgreich spielen können. Dankeschön, unser Gästecoach Andrzej Witkiewicz. John hat angesprochen, 2 Tore in Unterzahl, das 1-0 und das 2-0, ab jetzt nur noch 4 gegen 5. Ja, guten Abend. Das war kein schönes Spiel. Das war eine Mannschaft, groß für sie war, auch glaube ich nach der Spieldauer 12 oder 13 Mann. Und wir sind zurzeit mit wenig Selbstvertrauen unterwegs. So kommt so ein Spiel raus. Ich bin eigentlich froh über die 3 Punkte. Aber sonst haben wir viel Arbeit vor uns, besonders in Überzahl. Dass es in Unterzahl geklappt hat mit 2 Toren, das hat man, glaube ich, die Erleichterung gesehen in die Jungs, dass wir wieder ein Tor geschossen haben. Und wie gesagt, im Endeffekt die 3 Punkte zählen und wir sind darüber froh. Danke. Dankeschön auch hier, John. Jetzt ist Deutschland-Cup-Pause, auch in der dritten Liga. Roland, deine Fragen an die Trainer? Oder schon zufrieden für heute? Ja, schon, wie schaut denn das Programm dann für die nächsten Tage aus? Ihr habt jetzt kommendes Wochenende keine Spiele. Geht davon aus, dass die Jungs auch ein paar Tage frei haben werden? Das stimmt, die Jungs haben die Woche frei. Donnerstag und Freitag ist Eiszeit freiwillig. Montag in einer Woche fangen wir wieder an. Und trainieren dann Montag bis Donnerstag, bevor das nächste Spiel. Jetzt kommt ja dann der Ben Warder in der kommenden Woche. Hast du schon eine Idee, wo du reinsteckst, in welche Reihe, oder musst du da erst noch ein paar Trainingseinheiten anschauen? Er kommt hier am Anfang mit Ty Morris zu spielen und Florian Stauder in unserem ersten Block. Wir gehen davon aus, dass es funktioniert. Dann Dankeschön, das war's seitens der Medienvertreter an Fragen für heute. Wie gesagt, Endstand EC Breiting, RC Klostersee 4:1, 3 Punkte. Nach 5 Niederlagen in Folge nehmen wir das gerne mit. Jetzt Deutschland-Cup-Pause, die nächsten Termine. Freitag der 13. und auch noch November auswärts in Landshut. Und dann das nächste Heimspiel in genau 2 Wochen hier gegen Deggendorf. Schönen Abend und eine entspannte Woche wünsche ich. Dankeschön.